Willkommen zurück beim Terrenkonflikt. Wir sind in Trantor. Und ich hänge jetzt hier an der Produktionsanlage und nicht drüben, wo ich aufgehört hatte, an der Werft, weil ich wieder ein bisschen an meinen Fabriken rumgespielt habe. So, ich kann mich jetzt aber auftanken, habe ich schon gemacht. So, die Sache hat aber was Gutes. Denn während ich hier rumgespielt habe, kann mir mal bitte einer sagen, wo das Haupttor ist? Da. So. Ja, hier hängen immer noch zu viele Stationen rum. Die müssen alle hinter Kontrollzentrum, Alpha. Das Kontrollzentrum gesteckt werden. So, jetzt muss ich gleich mal ganz schnell gucken. Steuerung. Aktuelles Profil. Standard. Okay, habe ich schon gewechselt. Alles klar. Während ich jetzt hier gehe, na sag schon, gearbeitet habe. Wozu sind jetzt die Striche hier? Die waren vorher noch nicht. Na gut. Der wird schon wissen, was er damit macht. Sind meine Schiffe angekommen? Und zwar in der freien Handelsstation. So. Nein. Gelandete Schiffe. Und zwar einmal der Trantor-Lieferer. Genau. Sojabohnen? Nee, halt. Der Trickbetrüger hat alles beigehabt, wa? Ja. Also. Kahuna Fleischblöcke. Transferiert. Computerkomponenten. Delexianischer Weizerz. Mikrochips. Quantumröhr. Rasteröl. Siliziumscheiben. Transfer. Stoffreime. Transferiert. So. Gut. Alles klar. Also. Fangen wir an, mein Freund. Was hast du geladen? Energiezellen, Kahuna, Fleischblöcke. Hilfe wird benötigt bei Trantor. Trantor? Zeig mal. Wer braucht hier Hilfe? Energiezellen, Flammschwertrakete, Gewittersturmrakete. Ja. Ach so, dem ist aber nicht mehr zu helfen. Nö. Okay. Gut, dann geht es jetzt los. Also, Trantor-Lieferer als erstes. Name ändern. Wirst du ab heute heißen 115 Trantor-Lieferer. Ach Quatsch. Nummernblock funktioniert ja nicht. So. Kommando, Kommandokonsole. Deine Heimat wird sein, die freie Argon-Handelsstation. Und dein Job wird sein, Kommandokonsole, Handel, interne Warnlogistik. Jetzt geht's los. Also, Piloteneinstellung. Bla, bla, bla. Produktliste der Heimatbasis. Das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus. Du wirst nehmen Computerkomponenten. Du wirst nehmen Mikrochips. Und du wirst nehmen Quantumröhren. So. Reime, Computerkomponenten, Mikrochips, Quantumröhren. Warte mal, ich schreibe mal schnell mit. Reime, Quantum, Chips und Computer. Okay. Das heißt, ich brauche Produzenten und Verbraucher. Produzenten wird sein. Das Reimwerk ist richtig. Dann das Quantumwerk, Chipfabrik und Computerwerk. Reime, habe ich doch, wa? Reime, Quantum, Chips, Computer. Stimmt.
Der Verbraucher wird sein? Oder das Außenposten? Gut geraten. So. Versorgungsbedingungen. 10%, 10%, das war alles klar. Sprungantrieb, ja. Machen wir hier mal auf 300. Ja, 90, das stimmt noch. Spezielle Ausrüstung. Natürlich benutzt du Landecomputer, du benutzt Kampfdrohnen. Jawohl. Automatische Benennung. Stufe 1. Und das Ganze speichern wir ab. Du bist jetzt der Neue. Wo haben wir ihn? Zulieferer Otaswerft. Klingt gut. So, Zulieferer Otaswerft. Gut. Das heißt, du sollst jetzt von hier aus... Kommando akzeptiert. Du sollst jetzt von hier aus feststellen, dass du da rüber musst. Warum ist die Produktliste leer? Computerkomponenten? Quantumröhren? Stoffreime? Verstehe ich jetzt nicht. Und Mikrochips. So. Der hat alles wieder gelöscht. Also, Chipfabrik, Computerwerk, Quantumwerk, Reimwerk. Verbraucher. Otas Außenposten. Speichern. Daten. Nicht laden, Daten speichern. So. Alles noch da. Starten. Kommando akzeptiert. Er springt nach Farnams Legende. Das heißt. 5 Produzenten? Ach, er hat sich selber eingetragen. Ja gut. Warum? Soll er doch gar nicht. Wo bist denn du? Wo ist denn der? Energiefrachter, Trantor-Versorger. Was machst du eigentlich? Zurück zur Heimatbasis? Ach so, du fliegst die Streithammel. Das ist klar. Ach hier, Trantor-Lieferer, da ist er ja. Fleischblöcke, Computerkomponenten, Energie... Quantumröhren, Stoffreime? Ach! Eingehende Nachricht. Warte mal. Der Trottel hat sich hier als Produktionsstandort eingetragen und hat das alles wieder geklaut. Alles wieder auf Null gesetzt. So ein Heinz. So ein Heinz. Na gut. Was fehlt jetzt aber noch? Warte mal, jetzt muss ich mal selber gucken. Info. Demontage. Montage. Solano. Warte. Wo ist denn das?
So. Aha. Also. Reimwerke haben wir. Genau. Quantum haben wir, Chips haben wir. Jetzt brauchen wir als nächstes Teladianium. Tela. Rasteröl. Ach doch, Silizium. Siliziumscheiben. Kristalle. Mikrochips, Computerkomponenten. Und Erz. Okay. So. Alles klar. Das bedeutet... Der Trickbetrüger hier. Erweiterte Optionen. Name ändern. Du bist Trantor-Lieferer. Und zwar 116. Trantor-Lieferer 2. Den anderen hatte ich 115 genannt, war ja. So. Kommando, Kommandokonsole. Hier. Genau. Handel. Starte interne. Datenspeicher. Laden. Zulieferer Otas Werft. Du kriegst aber andere Produkte. Und zwar bekommst du Erz. Silizium. Ach, ich habe doch gar kein Silizium hier. Doch, da. Und Teladianium. Und das habe ich noch nicht hier. Okay. Silizium, Erz, dann bekommst du, was habe ich denn noch? Dann brauche ich jetzt Teladianium und Kristalle, muss ich herschicken. Teladianium und Kristalle, okay. Dilaxianischer war. Und dann nimmst du jetzt Rasteröl. So. Okay. Erz, Silizium, Rasteröl. Erz. Rasteröl. So. Produzenten. Produzent hinzufügen. Hä? Kann der nur ein? Ach! Ressourcenproduktion. Der ist noch nicht gut genug, wa? Der ist noch nicht gut genug. Kommando akzeptiert. Ah, jetzt kauft er Kampfdrohnen. Der ist Lieferant. Ein Lieferant kann doch eigentlich schon springen. Warte mal, jetzt muss ich hier mal was gucken. Ressourcenproduktion. Erzmi. Achso, Siliziumscheiben. Erz. Nein. Verbrauchst die Kristalle? Wo kriegst du das Rasteröl her? Rasteröl kriegst du überhaupt nicht. Okay. Was habe ich jetzt gesagt? Teladianium und Kristalle. Muss ich erstmal rüberbringen. Dann funktioniert der noch nicht. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Docke mal an. Ja, kauf mal erst eine Kampfdrohne. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, und ich brauche jetzt einen Frachter. Du. Was hat gesagt? Erz? Erz. Transferiert. Kristalle. Transferiert. Kristalle und... Siliziumscheiben. Transferiert.
Teladianium gibt's hier nicht. Na gut, dann nimmst du noch ein paar Energiezellen mit. Energiezellen. Und holst von hier oben. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Das Teladianium. So. Wo ist denn jetzt mein Lieferant? Da. Er fliegt nach Computerwerk. Genau. Wo ist das Computerwerk? Da. Und du bist? Da. Okay, das wird noch eine Weile dauern. Holt Ware ab. Computerwerk Antigone. Na? Wo fliegt der jetzt hin? Computerwerk, immer noch. Ach so, da oben will er hin. Na dann. Jetzt ist er fertig. Quantumwerk. Der hat Computerkomponenten geholt. Und weil er noch Platz hat für Quantumdröhnen. Quantumdröhnen, ja. Genau, weil er noch Quanten. Hä? Wo bin ich jetzt? Blum. Weil er noch Platz hat für Quantumröhren. Genau. So. Fliegt er zum Quantumwerk. Und jetzt fliegt er zum Reimwerk. Der nimmt gleich alles auf einmal mit. Cool. Ich glaube, das funktioniert. Und danach holt er sich seine Mikrochips. Eingehende Nachricht. Kampfdrohne gekauft. So. Genau. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Jetzt müsste doch so langsam mal mein Mistral ankommen. Ja. Habe ich überhaupt noch Teladianium? Ach, Tatsache, der ist voll. Der hat seine Produktion eingestellt. Ja, und ich brauche nur eine Rasteröl-Raffinerie. Oh, und dann muss ich mich doch um meinen Geier kümmern. Was machst du jetzt? Hole Ware ab am Reimwerk. Ja, ist doch richtig. Ich glaube, das klappt. Der sammelt jetzt alles ein und bringt ihn dann hoffentlich nach Trantor, nicht nach Farnums Legende. So. Und dann muss ich mich ja noch um ein Zephyr kümmern. Gelandete Schiffe. Zephyr. Du bist der Zephyr? Nee. Du bist der falsche Zephyr. Wo ist der richtige Zephyr? Nein. Nein. Schiffe. Einer von uns. Wo bist du? Skavat, Hermes. Wo sind denn meine Zephyre? Oder halt davon schon so viel, dass ich ihn jetzt übersehen habe. M8. M4, M5, TL, TM. Hier, Sprungantriebsknecht. Oder das Außenposten 2. Genau.
Gelandete Schiffe. Info. Der hat zwei Schilde, Sprungantrieb. Richtig, der ist fertig. So. Und da müsste jetzt auch der Geier hängen, wa? Da. Kommando, Kommandokonsole. Spezial. Hä? Du kannst warnen, Sektor sammeln? Du bist ja noch gar nicht ausgerüstet. Leer, leer, leer. Mineralienscanner? Brauchst du doch alles gar nicht. Eingehende Nachricht. So. Und jetzt muss ich mich mit der Mod beschäftigen, dass ich den Krempel von dem C4, von dem hier. Erweiterte Optionen. Genau. Dass ich das Zeug rüberkriege zum Geier. Habe ich die Mod überhaupt schon installiert? Ha. Hier. Bewaffnete Schiffe genauso ausrüsten wie. Versorge Schiffe. Bewaffnete Schiffe neu. Betanke Schiffe neu. Ach so, ich kann nur Schiffe, die draußen sind. Verfügbare Waren. Patrouillieren, zurückziehen. Konsole, Waffenkonfiguration. Okay, dann muss ich mal gucken, ob ich die Mod überhaupt installiert habe. Dann werde ich die Mod installieren. Werde mich mal damit beschäftigen. Mistral Superfrachter. Ja, du bekommst... Ach, weißt du was? Nimm mal alles mit. Teladianium. Weil da kann die Station produzieren. Und du gibst 10 Teladianium in Farnums Legende ab und bringst den Rest rüber. Andock-Erlaubnis erteilt. Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Genau. Und du wirst dann auf Teladianium umgeschult. Okay. Und ich werde mich begeben nach Antigone. Weil wir müssen ja hier noch eine Station aufbauen. Wird geladen. 10%, aber ich glaube, der... 20, ach, ich habe den Orca, glaube ich, noch gar nicht dahin 40, geschickt. 50%, muss 60, ich auch noch machen. 70, 80, 90. Initiere Sprung. Gut. Ja, da ist der Plan klar. Da muss ich mich jetzt mit der Mod beschäftigen. Damit ich... Erreiche System. Antigone Memorial. Dass es mit dem Schiff ausrüsten klappt. Dann bekommt der Geier die Schilde und den Sprungantrieb vom Solano, springt rüber, holt das Nividium, springt zurück. Ja. Kontrollzentrum, Alpha. Was ist mit euch hier? Ach, keine Laser. Warte, warte, warte. Mistral, Superfrachter. Das können wir ändern. Ich habe welche an Bord. Ach so, sind ja schon 5 Kilometer. Hey. Impulsstrahlenemitter. Transferiert. So. Computerkomponenten? Hattest du nicht mehr eingeladen? 58 Quantumröhren? 52 Mikrochips? Und wo fliegst du jetzt hin? Zum Reimwerk. Okay. So, und wer war noch rot? Mistral. Für dich habe ich doch auch noch was, mein Freund.
Für dich habe ich auch noch was. Gott, meine Liste wird immer länger, was ich noch alles machen muss. Naja gut, da habe ich immer was zu tun. So, erweiterte Option. Wie weit bin ich weg? 11 Kilometer. Du kriegst dann die anderen drei Waffen. Davon habe ich ja noch welche. Oder muss ich mir bei Gelegenheit wieder welche einpacken? Und zwar hatte ich hier oben nicht Phasenripper, sondern Impulsstrahlemitter. Wo sind denn die? Ach so, die habe ich abgegeben, ja. Phasenrepetiergeschütz transferiert. Dann kriegst du die Phasenrepetiergeschütze. Okay. Gut, und jetzt würde ich sagen, docke ich einfach an, und zwar an der Kahuna-Produktion. Kontrollzentrum, Theta. Theta. It's the time. Okay. Und da werde ich dann in der nächsten Folge oder offscreen die fehlende Station reinmachen. Die befindet sich im Moment in Argon Prime. Genau da, Ranch L. Gut. Kommando, Kommandokonsole. Navigation, springe mal bitte zu mir. Kommando akzeptiert. Danke. Genau, dann können wir die jetzt hier nämlich mit einbauen. Weil da müsste jetzt eigentlich eine Lücke sein. Genau hier. Hier ist eine Lücke. Und da soll die Station rein und die wird dann hier verbunden. Ende der Story. Weil im Moment läufst du mit Agnufleisch leer. Genau. Weil wir haben hier noch eine dritte Station und damit kann ich dann die dritte hier hinten Kahuna-Presse, L, Epsilon. Auch anschließen und dann laufen hier 3 und 3. Kontrollzentrum, Theta. Kriegst du Energiezellen genug? Ja. Gut. 115. Warte, ist die 115 gerade weggesprungen? Oh. Wo ist sie hingesprungen? Eingehende Nachricht. Mist! Die fliegt hierher. Zielschiffabrik Antigone. Stoffreime? Die soll das doch hier gar nicht abliefern. Quantumröhren? Mikrochips, Computerkomponenten sind null. Was macht der denn? Kommando, Kommandokonsole, Handel, Verbraucher oder das Außenposten. Der soll das vom Odas Außenposten fliegen. Eingehende Nachricht. Oder war der da schon und ich hab's nicht mitgekriegt? So. Teladianium. Transferiert. Energiezellen. Transferiert. Ach nee, Energiezellen gehen nicht. Na gut. Dann wirst du den Rest, Andockerlaubnis erteilt. Da abliefern zum Abtanken. Kommando akzeptiert. Hauptquartier ist fertig. Danke. Müssen wir uns auch drum kümmern. Das sind die Solanus. Okay. Steht auf der endlos langen Liste für die nächsten 50 Folgen. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later. Andock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.